Frühmorgens am Wasserloch ist immer eine Menge los. Nebst der Giraffenfamilie haben sich heute auch noch die Warzenschweine und die Kollegen von der Kudu-Gruppe eingefunden. So schön die langen Beine auch sind, zum Trinken eher unpraktisch. Um die leckersten Blätter ganz weit oben zu erwischen, braucht man einen langen Hals und eine gelenkige Zunge. Genussvoll wird dann alles gut durchgekaut. Toll, das diesjährige Sommeroutfit. Und die Fliegenklatsche wird grad mitgeliefert. Die Zunge hilft auch beim Nasenputzen. Nach einem kleinen Päuschen geht's wieder zurück zur Gruppe. Gegen Abend versammeln sich nochmal alle und schlendern gemütlich auf ein letztes Häppchen zu den Sträuchern, bevor sie sich dann zum Ausruhen in die Büsche schlagen. Das Kleine ist schon ein gutes Stück gewachsen und kann so ganz gut mit der Mutter bei der Futtersuche mithalten. Leider versteigert die namibische Regierung immer wieder Jagdlizenzen für Nashörner. Es werden bis zu 350.000 US-Dollar für eine Lizenz gezahlt. Mit dem Geld werden Tierschutzprojekte finanziert, um die bedrohte Art zu retten. Irgendwie widersinnig. An diesem Abend haben wir Glück und können das große Elefantenschaulaufen beobachten. Die erste Gruppe mit etwa 30 Tieren hat viele Teenager und Kleinkinder dabei. Nachdem alle ihren Durst gelöscht haben, geht es wieder zurück Richtung Buschland. Für die Kleinen ist der steinige Weg nicht immer ganz einfach zu bewältigen. Es gibt lose Wandergruppen, aber auch solche, die schon fast militärisch genau in einer Linie laufen. Doch bevor es zum Schlafen geht, wird nochmal kräftig eingestaubt. Körperpflege muss schließlich auch sein. Nachdem die erste Familie das Feld geräumt hat, kann sich nun auch die zweite Elefantengruppe einen Drink gönnen. Eilig laufen alle zum Wasser. Der Durst ist groß und so drängeln sich alle im Wasserloch. Doch irgendwann ist auch diese Gruppe erfrischt und zieht sich ins Hinterland zurück.